Like dieses Video, abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke, wenn du diesen Hund süß findest. Solltest du jetzt nicht liken, abonnieren und die Glocke aktivieren, weiß ich, dass du den Hund nicht süß findest. Also mach es jetzt einfach. In diesem Video zeige ich dir die 10 seltensten Fortnite-Emotes, die es überhaupt gibt. Peace, Freunde, was geht ab? Ich bin Bareepers und ich begrüße dich zu einem neuen, freshen Fortnite-Video. In dem heutigen Video zeige ich dir die 10 seltensten Fortnite-Emotes, die es überhaupt jemals in Fortnite gegeben hat. Und eventuell hast du ja einen von diesen seltenen Fortnite-Emotes, dann bist du auf jeden Fall was Besonderes und hast einen echt seltenen Emote in deinem Spind. Und somit ist dein Account natürlich dann auch mehr wert, also bleibe jetzt unbedingt dran und schaue, ob du einen dieser Emotes hast, die ich dir gleich zeigen werde. Bevor wir jetzt aber starten, lasst auf jeden Fall alle ein Like auf diesem Video da, es wäre wirklich cool und dann weiß ich auf jeden Fall, dass ihr den Hund süß findet. Und abonniert jetzt unbedingt den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, es ist wirklich wichtig, diesen Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr nämlich keine coolen Fortnite-Videos mehr und wisst auf jeden Fall immer, was die seltensten Sachen in Fortnite sind. Rechts neben dem Abonnier-Button könnt ihr die Glocke aktivieren und nun starten wir auch schon mit diesem Video. Ich fange jetzt einfach mal bei dem 10 seltensten Fortnite-Emote an und dann geht es natürlich weiter zu Nummer 1 und Nummer 1 ist natürlich der seltenste Fortnite-Emote überhaupt. Auf der Nummer 10 habe ich den Spike-It-Emote. Dieser ist selten und kostet 500 V-Bucks. Anhand des Bildes können wir erkennen, dass es auf jeden Fall eben ein Football-Emote ist und ich glaube, der war das letzte Mal wirklich mit den Football-Spielern auch im Shop. Auf jeden Fall ist das Ganze 281 Tage her, also schon fast ein ganzes Jahr und somit ist es auf jeden Fall der 10. seltenste Fortnite-Emote überhaupt. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare auch, welche der Emotes ihr in eurem Spind habt, denn ich denke mal auf jeden Fall, der ein oder andere von euch hat einen der seltenen Emotes hier. Und wenn, schreibt mir rein, welche Emotes ihr davon in eurem Spind habt. Eventuell hat ja einer von euch auch schon den Spike-It-Emote im Spind. Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Auf der Nummer 9 habe ich den Unwrapped-Emote. Dieser war seit 322 Tagen nicht mehr im Shop, also auch schon eine ganze Weile. Er kostet 200 V-Bucks, also 2 Euro sozusagen. Ist damit super, super günstig. Und er ist halt wirklich extrem selten, da er halt wirklich vor 322 Tagen das letzte Mal im Shop war. Anhand des Bildes können wir erkennen, dass die Frau einen Karton oder so in der Hand hat. Wie genau denn dieser Emote aussieht, keine Ahnung. Ich versuche euch sonst zu den einzelnen Emotes auch irgendwie Videos einzublenden, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass ich zu jedem einzelnen Emote ein Video finden werde. Er stellt euch einfach so in etwa vor, was dieser Emote macht oder generell wie der aussehen könnte. Und eventuell kennt ihr den Emote ja sogar, dann könnt ihr euch das natürlich bildlich super vorstellen an der Stelle. Auf der Nummer 8 habe ich den Crackdown-Emote. Dieser ist episch, kostet somit 800 V-Bucks und ist natürlich dann auch schon sehr teuer. Ist damit natürlich auch extrem selten, da ihn wenige gekauft haben, eben weil er so teuer ist. Und er war seit 326 Tagen nicht mehr im Shop. Anhand des Bildes können wir erkennen, dass da ein männlicher Skin steht, der hier diesen Salut macht. Wie genau denn dieser Emote aussieht, keine Ahnung. Aber er ist auf jeden Fall sehr selten. Also wenn ihr ihn in euren Spind habt, dann habt ihr auf jeden Fall echt einen besonderen Emote im Spind. Nun kommen wir zur Nummer 7 und auf der Nummer 7 habe ich den Hula-Emote. Dieser ist auch episch, kostet also auch 800 V-Bucks, ist damit natürlich auch etwas teurer, war seit 328 Tagen das letzte Mal im Shop, also beziehungsweise seit 328 Tagen nicht mehr im Shop und ist somit natürlich auch echt selten. Den Hula-Emote kenne ich tatsächlich sogar, also da kann ich mir wirklich was drunter vorstellen, das ist dieser Emote quasi, wo dieser Hula-Tanz gemacht wird, der war ewig lange nicht mehr im Shop, ist damit natürlich auch selten und ich glaube, das ist wirklich so ein Emote, den die meisten von euch schon im Spind haben werden. Denn soweit ich weiß, haben den wirklich viele gekauft. Also, ja, habt ihr da auf jeden Fall einen guten Fang gemacht mit diesem Hula-Emote. Der wird aber, denke ich, auch nochmal vielleicht irgendwann wiederkommen. Nun sind wir schon bei der 6 angekommen und auf der 6 habe ich den Tidy-Emote. Dieser ist selten, kostet also 500 V-Bucks, ist so mittelmäßig teuer, 5 Euro halt und war seit 335 Tagen nicht mehr im Shop. Ihr merkt schon, irgendwie die Emotes unterscheiden sich von der Tagesanzahl gar nicht mal so krass. Meistens nur so um 10, 20 Tage. Also wirklich interessant, dieser Emote ist auf jeden Fall auch echt selten, wie gesagt auf Platz 6 und ja, 335 Tage ist auf jeden Fall ordentlich, wir haben gleich ein Jahr erreicht. Mit dem nächsten haben wir jetzt noch nicht das eine Jahr erreicht, auf Platz Nummer 5 haben wir nämlich den Fresh Emote, dieser ist episch, war seit 356 Tagen nicht mehr im Shop, also gleich ist auf jeden Fall das eine Jahr erreicht, kostet 800 V-Bucks, ist eben episch und somit auf jeden Fall etwas teurer, ist aber auf jeden Fall ein cooler Emote, kann man sich auf jeden Fall geben und wer sich den damals gekauft hat, hat hier auch einen guten Fang gemacht. Nun bei der Nummer 4 habe ich den Rambuccios
seltenen Emote. 500 V-Bucks kostet er. Dieser war seit 365 Tagen nicht mehr im Shop. Anhand des Bildes sehen wir auf jeden Fall, dass der ein bisschen updanced da. Wie genau dieser Tanz aussieht, keine Ahnung. 500 V-Bucks ist okay, kann man sich nicht beschweren, ist mittelmäßig. Und ja, dieser Skin war tatsächlich jetzt seit einem Jahr nicht mehr im Shop. Wenn man sich das einfach mal vor Augen hält, dann ist das schon ziemlich krass, muss ich sagen. Naja, kommen wir zu Nummer 3. Dieser war seit über einem Jahr nicht mehr im Shop. Und zwar der Chicken Emote. Dieser kostet auch 500 V-Bucks, ist also selten. Und ja, ich denke mal, jeder kann sich so in etwa gerade vorstellen, wie dieser Emote aussieht. Ich meine, der Name sagt alles Chicken. Deshalb sollte das nicht so schwierig sein, sich darunter irgendwas vorzustellen. Ja, dieser war wirklich lange nicht mehr im Shop. Ich glaube, das ist auch so ein Emote, den viele von euch haben werden, da es einfach ein mega lustiger Emote ist. Und deshalb könnt ihr euch auf jeden Fall glücklich schätzen. Der nächste Emote ist der Hitch-Hicker-Emote auf Platz Nummer 2. Kostet 500 V-Bucks, ist also selten und dieser war seit fast 400 Tagen nicht mehr im Shop. Also um genau zu sein, seit 393 Tagen nicht mehr. Das ist auf jeden Fall wirklich schon ordentlich. Also heftige Sache auf jeden Fall und anhand des Bildes sieht das so aus, als würde er irgendwie so ein Däumchen zeigen. Däumchen nach oben wäre übrigens ein Träumchen auf diesem Video. Wer noch keinen Like dagelassen hat jetzt, der sollte es auf jeden Fall an der Stelle machen. Ich würde mich wirklich freuen. Und nun kommen wir auch schon zu Platz Nummer 1. Und somit zu dem seltensten Fortnite-Emote, den es überhaupt in ganz Fortnite gibt. Schreibt mir gerne mal jetzt in die Kommentare, ob ihr wisst, welcher Emote das ist. Vielleicht habt ihr den ja sogar oder wisst, dass es der seltenste Fortnite-Emote ist. Also schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, wer richtig liegt. Auf jeden Fall heißt der seltenste Fortnite-Emote überhaupt in ganz Fortnite Thumbs Up. Er kostet 200 V-Bucks, wer hätte es gedacht? Er einfach nur krass, also für 200 V-Bucks den seltensten Emote kaufen, heftige Sache auf jeden Fall. Der zeigt tatsächlich jetzt einfach mal das Däumchen, also lasst einen Daumen nach oben da auf dem Video. Er war seit 444 Tagen nicht mehr im Shop, also wirklich schon ewig nicht mehr. Und deshalb ist es auf jeden Fall eine mega krasse Sache. Wie gesagt, Leute, das waren die 10 seltensten Fortnite-Emotes überhaupt in ganz Fortnite. Und wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst ein Like auf diesem Video da, abonniert kostenlos den Kanal bei Reapers. Ich würde mich wirklich darüber freuen, teilt auch gerne das Video mit euren Freunden. Und wer Bock hat, kann natürlich auch die Glocke aktivieren oder meinen Creator-Code bei ReapersYT in den Fortnite-Gegenstand-Shop eintragen. Wäre ein hammermäßiger Support. Nun sehen wir uns beim nächsten Mal, Freunde. Euer bei Reapers, GBO. Ciao, ciao.